Ich hatte in meinem früheren Beruf auch schon immer mit Glas zu tun. Aber ich habe auch schon viel mit anderen Materialien gearbeitet, bevor ich die Glasarbeit gemacht habe. Vor allem mit Holz. Mit Metall arbeite ich eigentlich auch gerne. Aber nachher mit dem Glas ist dann schon so eine Liebe entstanden, wo ich nicht mehr loskomme. Und welche Eigenschaften schätzt ihr an diesem Material? Es gibt ganz viele Eigenschaften, die ich schätze. Es gibt auch paar, die ich weniger schätze. Manchmal ist es so eine Hassliebe, oder, mit dem Glas. Aber grundsätzlich, also eigentlich ist es ein natürliches Material und es ist auch sehr zeitlos und eigentlich immer modern, oder? Und ich bin auch sehr angetan von Architektur und dort finde ich es einfach ein wahnsinniges Kunstgestaltungselement auch, ja. Das Glas braucht ja ganz bestimmte Technik zum Bearbeiten. Wie hat sich da eure Technik entwickelt? So viel hat sich gar nicht entwickelt. Ich habe mal angefangen und mache immer noch das. Und, ich mache auch viele Experimente, dass auch noch andere Sachen entstehen können. Aber ich muss schon sagen, jetzt das Glas mit Hammer, das lebt jetzt einfach von dieser Einfachheit. Das ist einfach die Würze drin, oder? Und alles, was man noch dazu tut, verliert eigentlich an Kraft. Ihr arbeitet mit Vorliebe Porträts. Was fasziniert euch an den Gesichtern, die ihr im Glas übertragen? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine so einfache Antwort. Ich kann sagen, bevor ich angefangen habe, mich künstlerisch betätigen, habe ich mal ein Porträt gesehen von einer Künstlerin und das ihr Machart, der Ausdruck, das hat mich so fasziniert einfach und ja, irgendwie ist das einfach so eine Liebe mit diesen Gringen und ja, ich kann mir da schon ein bisschen Geschichten erzählen, aber ich kann es einfach ganz kurz, ich habe einfach Freude an diesen Gesichtern, ja. Heute habt ihr Aufträge aus der ganzen Welt und habt neben den anonymen Porträts, die ihr macht, auch Persönlichkeiten, die ihr darstellt. Ist das ein Unterschied in der Bearbeitung? Ja, ist schon so. Oder? Wenn jetzt eine Person letztlich noch muss erkennen muss, dann vergibt es eigentlich nicht viel. Oder? Und wenn ich sonst irgendwo ein Foto sehe, das mir gefällt, oder eben, wenn mir etwas nicht ganz gefällt, kann ich es ja noch ein bisschen verändern. Und man hat ein bisschen Spielraum mehr. Gibt es ein Schlüsselwerk, das eure künstlerische Karriere beeinflusst hat? Ja, es gibt immer wieder so Punkte eigentlich in meinem Arbeiten, oder? Und man sagen, dass Kamala Harris hat schon sehr, sehr viel gebraucht. Es ist nicht lange gegangen, da die Medien gerade angeläutet und ja, eigentlich ganz viel haben darüber geschrieben. Und das hat schon so ein bisschen, das hat schon Auswirkungen gehabt, ja. Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, gibt es ein Projekt, das ihr unbedingt möchtet realisieren möchtet, so einen Zukunftswunsch? Ja, was kann man denn noch mehr als das Museum in Romont? Nein, es ist schon irgendwo noch so ein Traum. Ist noch, und da wäre so der Louvre zum Beispiel, die Pyramide dort. Die hat ja auch viel Glas. Thank you.
Wie habt ihr eure aktuelle Ausstellung im Vitro-Museum Chaumont konzipiert? Ich mache es wie immer. Ich gehe mal zuerst hin, schauen und dann ist mir aufgefallen, dass es schöne alte Mauern und mir gefällt das halt, dass das Alt und das Modern. Und dann überlege ich, wie kann man möglichst so ein bisschen, ja, Akzent setzen. Und was mir natürlich am liebsten ist, wenn man so wirklich machen kann, wie man will, oder? Ohne irgendeinen, der drin redet und mit Vorgaben und so. Und ja, da hat jetzt gar niemand drin geredet. Und jetzt habe ich mir einfach auch ein überlegt, was ich eigentlich alles zeigen will. Und ich habe probiert, hier auch ein bisschen die verschiedenen Facetten, was auch mit dem Glas auch möglich ist, ein bisschen ein Spiel mit dem Glas und der Optik zu machen. Und sehr, sehr freut, dass ich das kann realisieren kann. Was bedeutet es für eure Kunst, dass ihr jetzt in diesem Vitro-Museum Chaumont ausstellen könnt? Das bedeutet mir sehr viel. Es ist ein Museum. Und eigentlich wollte ich das schon lange mal in einem Museum. Und passt natürlich hierher, ins Glasmuseum. Voilà.